Bundesweite Razzien gegen Klimakleber. Insgesamt 15 Objekte in 7 Bundesländern werden, so wie hier in Berlin, von etwa 170 Beamten durchsucht. 7 Klimaaktivisten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet bzw. unterstützt zu haben. Die Verdächtigen im Alter von 22 bis 38 Jahren sollen 1,4 Millionen Euro Spenden für die letzte Generation gesammelt haben. Das Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft München zufolge eingeleitet, aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des Jahres 2022 eingingen. Umfangreiches Beweismaterial wird bei den Razzien sichergestellt.